über meinen alten Leverkusener Spieler, Niko Kovac, schon 36 Jahre, Mensch, wie die Zeit vergeht, Kapitän von Kroatien dann, Robert, mein knallharter Abwehrspieler, große Erfolge international gefeiert mit Leverkusen, auch mit Bayern München, dann bei Juventus Turin. Jetzt seid ihr ein bisschen in die Jahre gekommen, das ist vielleicht das letzte oder bei dir, Robert, das vorletzte große Turnier. Und jetzt wollt ihr natürlich auch nach dieser erstklassigen, fantastischen, noch erfolgreichen Qualifikation, die Russen wurden Zweite, die Engländer habt ihr mal gleich in Wembley besiegt und ab in die Hölle geschickt. Jetzt wollt ihr natürlich hier auch was erreichen. Was ist eure Zielsetzung? Ja gut, wir sind die letzten drei Turniere immer sang- und klanglos ausgeschieden in der Vorrunde. Und unser Ziel muss es sein, eigentlich jetzt mal die Vorrunde überstehen und ins Viertelfinale einziehen. Und das ist unser großes Ziel, das müssen wir schaffen, das wollen wir auch schaffen. Und ich bin da auch wirklich recht zuversichtlich. Ja, Slaven Bilic ist ja der neue Trainer und der kam von der U21, war in Heidung Split. Ich kenne ihn noch als knallharter Profi vom KSC, hat ja auch in England gespielt, hat viele internationale Erfahrungen, hat auch so einen internationalen Blick. Dann weiß ich, dass er ja in der Musikband spielt, also Künstler, kreativ, innovativ, aber auch Jurastudium, also klare Strukturen, klare Ordnung, klare Konzepte. Hat er das alles mit in die Mannschaft reingebracht? Ich meine, er hat viele junge Spieler aus der U21 mitgenommen. Da war er ja auch jetzt Trainer vorher und die hat er nach oben gebracht und die Mischung stimmt halt. Das ist halt junge Spieler und erfahrene Spieler, so wie wir beide sind auch. Und das funktioniert. Er versucht auch einen offensiven Fußball zu spielen und wir haben auch die Spieler dafür. Und ich sage mal, ein großer Verdienst auch von seinem ganzen Team mit Prosineczki und Aljoscha und das sieht man auch. Ja, ich kenne die natürlich noch, Prosineczki, auch Asamovic, Bilic, 96 bei der EM in Old Trafford ging es richtig zur Sache. Ich muss ganz ehrlich sein, als Deutscher, wir hatten Glück, wir konnten uns auch nachher über den Schiedsrichter nicht beschweren. Ich sage das mal ganz ehrlich, 98 gab es dann die Revanche in Lyon bei der WM. Kroatien wurde WM-Dritter, hat uns besiegt. Wie seht ihr jetzt das Derby gegen Deutschland oder überhaupt, wie seht ihr eure Chance in der Gruppe B? Ja gut, grundsätzlich glaube ich schon, dass Deutschland Favorit Nummer 1 ist, schon aufgrund der Weltrangliste. Deutschland ist vor uns, wir sind danach, wir kommen danach, danach ist Polen und Österreich ist sicherlich der Außenseiter. Aber das heißt nicht, dass der Außenseiter nicht eine Chance hat, beziehungsweise der große Favorit nicht stolpern kann. Aber es ist eine harte Gruppe, wir sind zuversichtlich, dass wir schaffen können, aber ich glaube, jede Mannschaft hat das Zeug, es zu schaffen. Und für uns beide ist es natürlich was Besonderes, gegen Deutschland zu spielen. Wir sind in Deutschland geboren, aufgewachsen, haben dort jahrelang gespielt, beziehungsweise Robby spielt immer noch dort. Also wir würden uns schon gern wünschen, wenn wir das Spiel gewinnen könnten. Deutsch ist ja auch eure Amtssprache, nicht nur von euch beiden. Ihr könnt bei Bilic anfangen und das geht über Petric, Klasnic, Olic, Kovac, Simunic, also Rakitic, der ist ja auch noch ein super junges Talent. Wer ist denn Nico für dich bei den Deutschen? Du sagst, sie sind Top-Favorit. Wo siehst du die stärksten Spieler bei Deutschland? Ja, grundsätzlich ist Deutschland eine homogene Mannschaft. Da kann man eigentlich schwierig jemanden herausheben. Aber klar, der Michael ist der übergeordnete Star, der spielt in Chelsea. Aber ich muss sagen, der Sturm gefällt mir sehr gut. Also der Gomez hat sich super entwickelt in der Bundesliga. Der Miro ist sicherlich jetzt schlecht weggekommen in der letzten Zeit, aber er wird sicherlich jetzt bei der EM auch wieder das zeigen, was er in den letzten beiden großen Turnieren auch gezeigt hat, bei der WM in Japan bzw. auch jetzt in Deutschland. Also grundsätzlich, wie gesagt, alle sehr gut, aber nach vorne hin sind sie verdammt gefährlich. Ja, Robert, der Slaven Bilic hat ja ähnlich für klare Verhältnisse gesorgt. Hinten dieses magische Dreieck. Robert, Kovac, Simunic, dann davor der Nico. Ihr sagt, hier auf Bahnsteig 5-6 machen wir die Räume eng vor dem Haupttor. Da kommt keiner durch, da gibt es Dr. Draller auf der Haare. Casala, das ist eine große Spezialität. Dann Luca da von Manchester. Und dann geht es natürlich auch schon in die Offensive. Das ist ja ein Sahnestück. Rechts Srina von Schachtar Donetsk. Ich wollte ihn immer gerne früher nach Leverkusen verpflichten. Zentral Modric. Für mich könnte einer der Top-Mittelfeldspieler überhaupt in der Welt werden. Links Granja, auch jetzt in der englischen Premier League. Dann
da vorne Petric, der ja auch zeigen will jetzt hier, Jungs. Ich werde auch bei der EM ganz vorne angreifen. Olic auch ein Dampfmacher beim HSV. Dahinter steht noch Klasnic. Also gar nicht eine ganz junge Bataillon von erstklassigen Spielern. Also bei euch ist eigentlich alles klar im Grunde genommen, wer spielt. Geht um ein, zwei Positionen. Und ihr alten Säcke sagt, lasst die Jungs mal vorne laufen. Wir sollen hinten für klare Verhältnisse. Das ist klar, das ist unsere Aufgabe, das zu verteidigen. Und ich denke mal, da sind wir auch gut besetzt in der Defensive. Natürlich ist unsere Stärke auch die Offensive. Da natürlich fehlt uns Eduardo auch, der die meisten Tore auch in der Qualifikation geschossen hat. Aber ich denke mal, dass wir immer noch gefährlich genug sind nach vorne. Und unser Spiel ist halt das Kurzpass. Und da sind wir, denke ich mal, sehr stark. Ja, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Wenn Deutschland weiterkommt, könnt ihr auch weiterkommen. Natürlich in Deutschland nicht. So, Robert, von dir als Letzter. Wer wird im Finale stehen? Ich hoffe doch wir und mal gucken, wer dann der zweite Gegner ist, also unser Gegner dann sein wird. Wer steht nach deiner Meinung im Finale? Ja, was soll ich sagen? Wir gegen die Holländer. Also, ich hoffe, ihr habt nicht recht. Aber das Endspiel Deutschland gegen Kroatien ist ja nicht möglich. Das ist ja merkwürdig. Wisst ihr immer, wenn im Halbfinale seid, ist ja auch nicht schlecht. Das ist auch ein kleines Endspiel. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis auf die Spiele gegen Deutschland. Alle, vielen Dank.